Wanderorgen zu mir früher gern Gruselgeschichte gehört. Dachs Hummer dabei gekrault, waren ab und zu arsch affiert. Bei der Schlacht unter Granner Höhe 1675 am August sind 3000 gefallen, für jede Seite ein großer Verlust. Ein Preis kämpft für General Graner, solange er nicht schafft, gene Franzos in der General Crequi bis er verlierende Kraft. Den einen hat den Anna geschlagen und verwund, bis sie zu zweit um Bodem leihen, mehr tot als gesund. Der Preis graubt sich von einem Toten in Wasserflasch. Der Franzose stöhnt, gib mir einen Schluck, leer als auch mein Tasch. So hundert Wasser gedäht, sich gegenseitig verbunden, stützen sich untereinander, jeden hat bei ein Freund gefunden. Der Preis hat bei den Preisen für den Franzos im Knort geflieht. Der Franzos flieht bei seinen für den Preis, genau im Getriet. Zur Summe sind sie gestorben, kurven und körfisch über der Fels. Noch manchmal seht man sie Arm an Arm humpeln durch die Hölz. Die gehend als bis Haut unheimlich, das muss man schon sagen. Leid kommen dahin zum Sterben, die hier leben, nimm ich adwohnen. Ein Wilderer ging mal sonntags statt an die Kirche ob die Yacht. Am Korb schlechten, hat nur ob schießbar wild geacht. Bei Mittischlauten hatte klicklich am Rucksack ein Hus. Da springt der totgekläfte Tier aus seinem Sarg ganz los. Es verwandelt sich für seinen Ahn an schauerlich Gestalt, brüllt wie gäkig, droht verschwind wie Gäst am Wald. Der Mann rennt panisch den Bergschraub, mat überschlon. Er wird wohl nie mehr sündes an de Büsch wilder gon. Manche Frevler hat de Büschgäst schon affiert und vertrieben. Er bewacht Natur und sündig und ass an diesem Büsch geblieben. 4 Jahrhunderten schafft am Ländchen Elisha Mädchen. Er dreht noch spät abends um Spinnrad ein Trätschi. Ob einmal war an seiner Kummer ein Alischer ihm, den aus Thomashaus stammt, beim Mordplatz aus dem. Der sagt, du musst zu deinem Bruder nach Liesch heimgehen. Ob Plüschem soll ein Kapell bauen, wo so weit als zu sehen. Et Mädchen fragt, wofür geht ihr nicht selber dahin? Wofür soll ich so weit laufen? Was hat das für Sinn? Es hat sein Grund, selten. Ich kann nicht, hierzu. Ein Kabel muss oben gebaut gehen, sonst habe ich keine Ruhe. Dann war der Mann verschwunden und das Mädchen erfährt, was du von mir verlangt, simuliertet, da das unerhört. Mainz bei der Arbicht hatte die Geschichte glatt vergessen. Spät abends hat es Näs wie immer am Spinnrad gesäß. Wie ein Gespenst steht den Alischer Näs am Raum. Seht, die Kapelle muss gebaut gehen, du hat's kein Traum. Als ich jung war, war ich krank, nur war mein End. Du hun ich mich mit Bitten und den Himmel gewendet. Du versprach, ein Kapelle zu bauen, falls gesund ich gin. Mein Bruder soll das Gelübd erfüllen, geh nur zu dem hin. An der Früh geht das Mädchen noch liegt, etwa weit. Läuft gleich an Thomas zum Bruder, verliert kein Zeit. Abgeregt hat dem die Sache haargenau ausgeredet. Der geht beim Zulaus dann immer blasser am Gesicht. Sein Bruder aus dem Ländchen war ja schon 4 Wochen gestorben. Wie könnt denn da gesagt tun, er soll sein Glück bei erben? Doch sie hatten das Kapellbau verdrängt und vergäß, bis ihr Bruder nur auch bei hick kommt und verlangt dat näs. Du hatte Stern und Holz, rupp ob de Kleischbrot in am Büsch. Meint, da steht's auch gut, du aset nicht so steil und so hisch. In Anna Main war dat ganz Baumaterial verschwunden. Nom Sichen hun sit ganz Urwen und Plüschung gefunden. Erfüllt hatten dat Gelübde, gebaut wurde die Kapelle, wie der wisst, um Lüschemer Berg, ob der höchster Stelle.
Atemlos lauscht er mir, wenn es Mam von den Raupen da bricht. Als sei, als Kant an ihrem Keller den Ausgang sieht. Edelritter, Templer, Wunde Frier und Berg bei Profeisch hatten und innerirdisch Gäng zum Dorf, wo sicherten sich so hier reich. Zu Rheinisch war ein Ausgang ein Witzmann Schlachthaus, wo bei meiner Ohm der Lärmim am Keller kam ein raus. Die Gäng waren Dorfzugang, Verstupp, Fluchtweh bei Gefahr. Die Ritter hat ja viel Feind, wie das früher so war. Die Stolzritter, sie verarmt, wurden zu Raubrittern. Für Dünnen und hier raubt sich, war ganz liech und zittern. Sie kamen nur aus den Gängen und alles matt geholl. Klauen Hina, er und Brot, mahn sich die Tasche voll. Unheimlich ward abends, bar kein Mensch war zu sehen. Kaum ein traut sich noch am Dunkeln für die Tür zu gehen. Die gräßlich Gestalten lauerten nur überall. So Hunde leid matzend am Dorf, brutal Überfall. Noch haut, wenn man bei Nirwel durch den Angelburg geht, mähnt man etwas zu hiern. Martina haut still man da steht. Verspierten hoch, läuft sie weiter, will von der Platz weg, wo sie früher na Urbe gehaust tun, die Bürgerschreck. So Geschichten hum mir Kanna, Matschudan und Grusel gehört. Kein Halloween, kein Thriller hätt uns je so berührt. Und dir lauscht dat ob er wispern, wenn er abends heimgeht. Guckt im Eich, ob net ein Borbes an einem Erkrim steht.